herzlich willkommen und schönen guten Abend bei mir in Oetwil an der Limmat, bei mir daheim in der Küche. Das ist eine Swiss Shape Lifestyle Party, Home Party. Und statt dass ich zu Ihnen heimkomme, sind Sie hier bei mir in meiner Küche gelandet. Das, was ich Ihnen heute Abend erzähle, könnte man ganz genau auch bei Ihnen daheim machen. Wenn Sie Freunde, Bekannte haben, die das Thema interessiert, Stoffwechselwechsel, Gesundheit, Figur, Energie, dann wäre der Moment da, wo wir jetzt wieder daran denken können, einmal eine Homeparty machen. Informieren Sie die Person, die Sie eingeladen hat, dass Sie das gerne möchten haben. Und dann komme ich vielleicht zu Ihnen heim. Heute sind Sie aber in meiner Küche. Und dass es ein bisschen einfacher ist, machen wir doch von Anfang an gerade Tutsis, weil ich komme ursprünglich aus der Gastronomie und dort ist man sich gewöhnt, dass man einander in der Küche immer du sagt. Also, wir sind da in meiner Küche. Und ich möchte dir heute Abend etwas erzählen über Gesundheit und gleichzeitig wollen wir noch zusammen ein feines Rezept kochen. Heute geht es eher ein bisschen richtig süß Speis. Ja, um was geht es denn eigentlich? Es geht darum, dass es ganz viele Menschen gibt, die nach etwas suchen. Sie sind auf der Suche nach ihrer Bikini-Figur vielleicht. Sie sind auf der Suche auf ein Konzept, das sie nachhaltig verändert und nicht einfach nur für die Ferien und nachher ist wieder fertig. Es gibt Menschen, die gesundheitliche Herausforderungen haben und auch da eine Veränderung suchen. Was das genau ist und wie das genau funktioniert, möchte ich Ihnen jetzt das erste Mal an ein paar Bilder zeigen. Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass alle Menschen in ihrer Topform sind. Und Gewichtszunahme hat immer einen Zusammenhang mit einem nicht funktionierenden Körper. Burnout ist die Folge von einem nicht funktionierenden Körper. Kopfweh, Migräne, Verdauungsstörungen, alles, was Sie da lesen, sind Alarmstufen rot, wo unser Körper uns immer wieder ein Zeichen gibt. Und es ist eigentlich wie beim Auto, wenn er so ein Licht aufleuchtet, wo es heisst, jetzt sollst du in Service gehen. Und genau das macht unser Körper auch. Er gibt uns immer wieder zuerst kleine Zeichen und dann werden die Beschwerden immer grösser und sind grössere Zeichen. Und das heisst, wenn wir in unserem inneren Motor nichts verändern, dann gibt es im Äußeren immer mehr Schmerz und immer mehr Probleme. Und man kann das alles lösen, was da drauf steht, mit Medikamenten, sodass man Linderung hat. Aber fragen Sie sich doch einmal, wie tief runtergeht denn die Linderung? Weil über den Daumen gesehen ist es einfach nur Symptombekämpfung für den Moment, dass es nicht mehr weh macht. Aber in die Tiefe gehen tut keins von diesen Medikamenten. Oder die wenigsten. Und dass einem das Spiegelbild nicht mehr gefällt, das ist dann wieder die Folge davon, weil ganz viel, ich weiß, bei so einem sinkenden Schiff, stellen Sie sich mal Titanic vor, da hat es überall so Schotts gehabt, die dann dicht gegangen sind. Und dass man die Kammer zugemacht hat, dass man das Unglück hätte verhindern können. Und so ist es im Körper auch. Er funktioniert dann nicht mehr rund und dann macht er immer eine um die andere Tür zu und so haben wir immer mehr Schmerzen und Probleme in unserem Körper. Und wie das so kann aussehen kann, das sehen Sie an einem Bild von mir. Ich habe jetzt gerade ein neues Bild von mir gemacht und es ist unglaublich, wie mein Körper sich verändert hat, wie er sich verjüngt hat. Ich werde jetzt, also nein, ich bin ja schon geworden, ich bin 57, seit ich werde in 3 Jahren 60, unglaublich. Und ich fühle mich tatsächlich fit wie ein Turnschuh, richtig aktiviert durch den Stoffwechselwechsel. Gesunder Körper, schlanker Körper, klarer Geist, das ist alles, es hat sich alles verändert. Und wieso war alles blockiert? Bei mir war der ganz klare Fall, den sehr viele Damen kennen, die sogenannte Wechseljahrgeschichte, Menopause, die zuschlägt. Und das ist auch so ein Punkt, wo einfach die viele Türen zugehen, weil der Körper blockiert ist. Und ja, vielleicht haben Sie schon mal einen Frauenarzt gehört, der gesagt hat, ja, in der Menopause hast du dann automatisch 5 bis 10 Kilo mehr.
Wenn wir nichts machen, passiert das und wir gehen aber in die Tiefe und aktivieren das Ganze, aktivieren, dass es wieder funktioniert. Übrigens ist das nicht nur ein Frauenthema, auch die Herren ab einem gewissen Alter verformen ihre Figuren ein bisschen. Meistens geht es dann so ein bisschen Richtung Bauchansatz oder hinten im Jackett, so die kann man es gut verstecken, was über den Hosen ist. Das sind so Problemzonen der Männer. Und auch das möchten sie doch nicht haben. An was liegt es denn? Wenn man so einen Tag sieht, wenn man so einen Tag sieht, wie wir essen, dann macht das nichts, solange wir jung sind und solange der ganze Stoffwechsel funktioniert. Und doch setzt man dort eigentlich schon einen Markstein für spätere gesundheitliche Herausforderungen. Unser Schweizer Frühstück ist ein Gonfibrötli oder ein Müsli. Meistens haben oder Cornflakes oder was immer Cereals sie möchten gerne essen oder du möchtest gerne essen. Und meistens haben die ganzen Geschichten Zucker drin. Dann bleibt der Blutzucker nichts anderes übrig, wieder auf die erste runde Achterbahn zu gehen. Und der haut sie so richtig auf. Vor dem Mittagessen Catering Keller, aber in Unterzucker. Fährt das Bändchen wieder runter und auf der anderen Seite wieder rauf. Und wenn man so im Unterzucker ist, dann hat man die Geschichte, wo man wirklich nicht muss auf die Uhr schauen muss, dass es Viertel vor zwölf ist, sondern man spürt in der Magengegend, in der Müdigkeit, so eine bleiernde Müdigkeit und so eine Lust auf irgendetwas. Das ist dann der Heisshunger, wenn man im Unterzucker ist. Ja, dann isst man meistens nichts Gescheites. Irgendein Menü im Restaurant oder ein Sandwich oder ein Schokostang, irgendetwas, das dann gerade zwischen den Zähnen kommt. Und das haut dann den Blutzuckerspiegel wieder rauf und vor der Nacht sind wir wieder im Keller und sind froh, wenn wir endlich etwas essen. Tja, wo ist das Problem, denken Sie vielleicht? Ja, habe ich am Anfang auch gedacht. Wo ist denn das Problem? Wir leben das so. Und was noch dazu kommt, die meisten leben nicht mit drei Mahlzeiten, sondern dort noch Schöckli, dort noch irgendeine Zwischenmahlzeit, ein Riegel oder ein Coca-Cola zwischendurch oder ein süßes Getränk. Das haut den Blutzuckerspiegel immer noch mehr hin und her. Fakt ist, dass der Wächter, der den Blutzuckerspiegel kontrollieren sollte, der schiesst im ersten Achterbahnbändchen mit dem Gonfibrötchen geht er auf die Reise. Nur ist das Zeug langsamer unterwegs und hat gar nicht die Chance, sich so abzusenken wie der Blutzucker. Das heisst, er kommt nur bis zu einer gewissen Ebene runter, die rote Linie, und dann ist schon wieder der nächste Zuckerschub da, den er verarbeiten muss. Und jetzt kommt die schlechte Botschaft von heute Abend. Wenn das Insulinschürtor so weit offen ist, dann verbrennen wir kein Gramm Fett. Und wenn Sie nur einen Schluck Coca-Cola haben, ein halbes Praline einbeissen, es passiert genau das Gleiche. Und einen dauernden hohen Insulinspiegel heisst auch, wir altern sehr viel schneller im ganzen System. Das ist ein grosser Punkt, dass wir da schauen, dass der Insulinspiegel tief bleibt. Unser Programm, unser Swisscheb Activate Programm, ist nämlich ein Stoffwechselwechsel. Wie man es genau macht, das zeige ich euch gerade noch. Aber die Idee ist, dass wir uns so ernähren, dass wir zu Nacht essen und nach der Nacht nichts mehr. Man braucht nämlich auch nichts mehr. Weil wir gehen ja einfach dann irgendwann schlafen, außer man schafft in der Nacht, aber dann ist ein anderes Programm. Dass man da nach der Nacht nichts isst und durch die Nacht durch, weil man gescheit und gut Nacht gegessen hat, schon die erste gute Phase von der Fettverbrennung geht und der Entgiftung vom Körper und das mitnehmen bis zum Mittag. Und wenn wir nämlich das Konfibrötli-Zügli nicht auf die Reise schicken, am Morgen früh schon den Blutzucker-Achterbahn schon auslösen, sondern schön tief bleiben, haben wir keine Mittagsschwäche, wir sind voll in der Kraft und wie gesagt, unser Motor läuft und drüllt. Ja. Wer sich mit Auto ein bisschen auskennt, wenn man einen Oldtimer oder überhaupt das Auto zu lang stehen lässt, dann läuft es nachher nicht mehr so rund. Und genau so ist es. Dass wir wirklich schauen, dass der Körper gut anfängt zu arbeiten und nicht einfach so stocken bleibt auf dieser Ebene oder auf dieser Ebene, das machen wir genau mit dem Stoffwechselwechsel.
Wir haben das mit verschiedenen Produkten zusammengesetzt, wo du da hinten gerade siehst. Wir haben so einen Tagesablauf gemacht und in dem nehme ich dich dann mit auf den Reis von dem Paket, von dem Swisscape Activate Paket. Und das ist viel mehr, weder irgend einfach nur eine Reduktionskost, es ist ein Stoffwechselwechsel. Und was das macht in unserem Körper, das ist phänomenal. Es ist lang gegangen, bis ich es wirklich verstanden habe und seit ich es verstehe und sehe, wie die Leute ringsum, wie das funktioniert und die Kilo purzeln und die Energie kommt wieder und ja, sie fühlen sich einfach ganz anders. Die Haut ist anders. Weil, schauen Sie mal den Lastwagen an, oder schauen mal den Lastwagen an, wenn die Dutzis es gemacht, genau. Schauen mal den Lastwagen an. Unter der Führerkabine hat er einen Benzintank. Da geht er gut Benzin tanken, logisch. Und jetzt fährt er irgendwo, wo es ganz weit muss sein, weil wir haben vier Tanklastwagen hinten dran, fährt er umeinander und irgendwann ist sein Benzin leer. Logisch, geht er an die nächste Tankstelle. Könnte er aus seinem Reservetank holen, weil er hat noch vier im Schlepptau? Leider nein. Wenn wir unseren Tank füllen, das ist mein Kühlschrank da hinten, und dann isse ich das, kann gehen, wenn sie ist mein Tankstelle, dann isse ich, dann habe ich das in meinem Bauch unten, das ist mein Tank, der voll ist, und dann bin ich genährt. Und wenn der Tank leer ist, dann hätte ich schon noch ein bisschen Reserve. Um den Bauch herum, am Hinter, an der Hüfte, ja, zum Top-Top sein, hat es dort schon ein bisschen. Nur, genauso wie bei dem Lastwagen, komme ich und du auch nicht an unsere Reserve. Nein, wir haben dann Hunger oder Lust. Und wir verstehen eigentlich nicht, warum dass er nicht dort nimmt, was er noch hat. Und genau da setzen die wunderbaren, wissenschaftlichen, fundierten Naturprodukte von der Firma Unicity ein, wo übrigens eine Historie zurück hat. Bis 1903 gibt es diese Firma schon. Und der Europasitz von dieser Firma ist in der Schweiz, in Zug. Also Sie sehen, auch da sind wir ganz, ganz gut unterwegs. Das Konzept, das wir geschrieben haben, das wir geschrieben haben von der Firma Swisscape, ist folgendermaßen: wir helfen am Körper, eine Leitung zu legen. Und zwar vom kleinen Tank, wo man hier sehen, unter der Kabine, rauf in die Reserve. Und am Anfang ist das ganzes, ich nehme gerade mal an, so ein kleines Kabel, vielleicht ein ganzes dünnes Schläuchchen, das dort raufgeht und wo dort Energie zieht. Aber je länger das es geht, desto dicker wird der Schlauch und am Schluss ist es fast ein Hydrant, Hydrantenschlauch, der dort oben andockt. Und dann sind wir wirklich gut unterwegs. Dann fühlen wir uns Vögel wohl und wir spüren, dass der Körper die Energie dort holt, wo er muss. Jetzt stellt sich vielleicht der eine oder andere die Frage, ja, wie machen wir denn das? Wie funktioniert denn das? Also erstens gibt es ein Programm dazu. Und zweitens kommen wir eine App dazu über, kostenlos. Die Firma Unicity hat eine App entwickelt, die haargenau zeigt, wo wir stehen in unserem Tagesbedarf. Es ist ganz einfach, es hat auch so Bildchen drauf, man muss nichts abwägen, es geht immer gemessen, ist es eine Hand voll oder eine Faust hoch oder eine Tasse voll. Es ist relativ einfach gemessen. Und wenn wir das Bild anschauen, da drauf, dann sehen wir, der hellgrüne Bereich ist Turbofettverbrennung. Der blaugraue Bereich ist Fettverbrennung. Und der rote Bereich, da sind wir wieder im kleinen Tank unten. Jetzt funktioniert das so, dass wir am Anfang in einen grossen Tank raufgehen, indem wir die Ernährung so anpassen, dass wir dort raufkommen. Und nach zwei Wochen fangen wir an, hin und her zu wechseln. Es ist ja nicht so, dass wir dann immer von der Reserve ziehen wollen. Wir wollen dem auch beibringen, dass wenn wir dann Zucker, Kohlenhydrate und solche Sachen essen, dass er diese Geschichte auch wieder schneller verbrennt und verarbeitet. Er darf lernen. Und je besser er beide Muster kennt, desto schneller kann er hin und her. Und das ist das Geheimnis von diesem Programm. Der Swisscape Stoffwechselwechsel. Dazu gibt es einen Pocket Coach, einen Hosensack Coach, wie ich dem sage. Wir haben
1 bis 3 Happy Meal in diesem Programm. Das heisst, man kann essen, was man will. Eine Mahlzeit, zwei Mahlzeiten, drei Mahlzeiten. Das tut sich dann ein bisschen anpassen im Verlauf des Programms. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass du satt bist. Ich komme ursprünglich aus der Gastronomie und habe das Konzept entwickelt. Ich bin ein Teil des Entwicklungskonzepts von SwissShack. Und ich finde es sehr wichtig, dass du satt bist. Weil ein Programm, wo man Hunger hat, ist nichts für mich. Und ein Gastronom darf seine Kunden nie hungern lassen. Darum, sei dir versichert, alles, was wir mit SwissShack machen, ist immer davon geführt, dass man satt ist. Und das sollte happy machen. Man sollte den Tag nicht verbringen mit wo soll ich jetzt etwas zu essen, sondern glücklich dürfen wir sein in dieser Geschichte. Ja, wie ist so ein Tagesablauf? Ein Tagesablauf ist eigentlich ganz einfach. Wir starten unseren Tag am Morgen mit dem Chlorophyll. Und zwar ist das ein Pulver aus Alfalfa-Sprossen gemahlen. Supergreen heisst das. Wenn man das trinkt, ist es wie eine Dusche von innen. Und vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du unter der Dusche stehst und so richtig erfrischt wirst. Wegen dem gehen wir ja gut duschen, weil wir gerne erfrischt sind. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt schicken wir unseren Körper von innen her nach unter die Dusche. Wir nehmen ein grosses Glas Wasser, tun dort ein Konzentrat von Chlorophyll, das ich angemacht habe, tun wir hier ein paar Tröpfchen rein, dass es so hellgrün wird. Das ist jetzt gerade ein bisschen wenig. Voilà. Und dann kommt, habe ich hier vorbereitet, dann haben wir hier aus dem Wasserkocher noch heißes Wasser, wo wir reingeben. Und das ist unsere lauwarme Dusche Supergreen von innen. Das trinken wir in einem Zug runter, so gut dass es geht. Weil das gibt dann wirklich so das Gefühl von einem Bergbach, der einem erfrischt von innen, wenn es wirklich in einer grossen Menge kommt. 5 Deziliter am Morgen lauwarm. Lauwarm, weil der Tag beginnt ja auch mit einer warmen Dusche, Punkt 1, und wir dann hier auch noch die Leber in etwas Gutes schenken, der Leber etwas Gutes schenken. Wir geben Sauerstoff in den Körper, geben, durch das, was wir Chlorophyll trinken. Und den Gift, die in der Nacht stattgefunden hat, die braucht Wasser und am besten Chlorophyll, das dann mit Säurebasen ausgleichen, wo das Ganze wieder wie ein Wasserfall zum Körper ausschwemmt. Darum, die zweite Dusche, also vielleicht ist es auch die erste Dusche und nachher ab unter die Körperdusche, die Dusche von innen. Wir starten den Tag mit Supergreen. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes. Ich bin eine, wo früher, es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, früher, dass ich so eben ohne etwas essen am Morgen. Ich habe das mal probiert mit dem 8-16. Das ist jetzt für mich so, also für mich persönlich ist das eine Tortur gewesen, weil nichts essen ist wie so eine Strafe für mich oder nichts zu mir nehmen, auch nichts trinken, also nichts trinken, also kein Shake nehmen oder kein Müsli machen. Ich habe nicht gerne Hunger. Das habe ich einfach nicht gerne. Jetzt haben wir aber in diesem Programm haben wir etwas bekommen, das sensationell funktioniert, auch bei mir. Das ist nämlich die Geschichte. Wir haben hier ein Unimate Fuel. Und zwar ist das ein Frühstück, das man trinkt. Folgende gute Geschichte dabei ist, ich bin satt. Und Unimate hat die Fähigkeit, unsere mentale Stärke rauszubringen. Das heisst, wir sind mental voll parat. Und durch das, dass der Mate-Tee mit Kokosfett angereichert sind, was ja gesund ist, sehr gesund ist, zieht das ganze Fett auch aus dem Körper aus. Das heisst, aktiviert die Fettverbrennung. Und wir sind ohne Blutzuckeranstieg und Insulinanstieg satt bis am 12. So einen Beutel, hoppala, mit heißem Wasser aufgefüllt ist mein Frühstück.
Sehr, sehr fein. Also darf ich dir sagen, durch das, dass ich am Morgen als erstes schon mal einen halben Liter Chlorophyll getrunken habe, muss ich ja das nicht gerade dann nachher trinken. Man ist ja dann schon ein bisschen satt vom Chlorophyll, wie man schon so einen halben Liter Wasser hat. Das kann man auch gut später trinken. Das sagt niemand, man muss es gerade nach dem Aufstehen irgendwie um 6:30 schon zu sich nehmen. Das kann man auch im Laufe des Morgens trinken, wenn man das Gefühl hat, jetzt möchte ich etwas vertragen. Das ist mein Frühstück. Und der Mittag, den starten wir mit einem Aperitif. Ja, nicht so, wie Sie meinen. Nein, wir machen das ein bisschen anders. Wir starten das, wir trinken vor dem Essen, nehmen wir einen Becher oder ein Glas mit Wasser und dann nehmen wir ein Bio 7. Bio 7 ist verantwortlich für unsere Darmpflege. 7 Tage in der Woche, 2-mal am Tag. Vielleicht ist Ihnen Swisscheck bekannt als die Firma, die den Darm in Schuss bringt. Wir haben nämlich 2012 ein Konzept lanciert, also mehrere, aber das ist das, was uns sehr bekannt gemacht hat. Darmfit, Menschfit, wo wir eine Tiefenreinigung für den Darm der Menschen vorstellen. Das haben wir immer noch. Und das ist das, was wirklich in die Tiefe geht. Aber es heisst ja nicht, dass wenn wir bei der DH gewesen sind und einmal im Jahr oder zweimal im Jahr die Tiefenreinigung macht, dass man nachher nie mehr Zähne putzt. Genauso ist es im Darm auch. Das ist unsere tägliche Darmpflege. Einerseits sind es optimale Ballaststoffe und andererseits fördert es und füttert es unser Mikrobiom. Mikrobiom, von dem schwätzen wir schon lange. Ich weiss, ich habe die ersten Vorträge, ich habe Schulungsunterlagen angeschaut. 2015 habe ich im Business Center von Swisscheck, das kann man auch nachschauen, in den Ordner, habe ich die ersten Präsentationen gemacht über Mikrobiom. Heute schwätzen ganz viele Leute davon. Heftchen sind voll, Fachzeitschriften sind voll von dieser Information. Und das ist wichtig, weil das Mikrobiom ist wie ein Fingerabdruck von uns selber. Das ist ein kleiner Mixer. Und das trinken wir vor dem Essen. So füttern wir unsere guten Darmbakterien und helfen denen, sich zu entwickeln. Je mehr gute Darmbakterien wir haben und die sich ausbreiten, desto weniger schlechte Darmbakterien haben wir. Ein kleiner Geheimtipp. Gute Darmbakterien, denen sage ich auch Rank- und Schlankbakterien. Und die nicht so netten, das sind meine Hüftgoldbakterien. Und darum müssen sie weg. Und wichtig ist, dass die guten Darmbakterien, das Mikrobiom, wenn das gut zusammengestellt ist, dann bietet es dir die Möglichkeit, die Darm-Hirnachse zu verbinden. Das wiederum hilft im Alter, dass wir noch klar im Kopf sind. Wissenschaftliche Studien sagen nämlich, Nebel im Bauch gleich Nebel im Hirn. Alzheimer, Parkinson und so weiter hat oftmals den Ursprung im Darm. Das ist aber ein anderer Vortrag. Ich möchte dir einfach ans Herz legen, nimm vor dem Mittagessen und vor dem Abendessen Bio 7, 7 Tage in der Woche. Das Mittagessen ist eine Proteinmahlzeit, da komme ich nachher gerade noch drauf zurück. Der Beutel, den du da siehst, und das ist LC Base, das ist die Proteinmahlzeit. Das ist eine riesige Kiste. Was es aber wirklich dann ist, es ist sehr, sehr praktisch. Wir hören das von ganz vielen Leuten, dass man oftmals das Protein nur in der Büchse hat. Das haben wir früher auch gehabt. Jetzt haben wir etwas, das man mitnehmen kann, auch zum Arbeiten. Das kann man einfach mixen mit Wasser. Man kann aber auch Smoothie damit machen, mit Gemüse, mit Früchten drin. Man kann Müsli machen oder man kann sogar auch kochen damit. Das zeige ich dir gerade. Das ist mein Mittag, weil es einfacher ist, weil wir eine Familie zu Nacht haben. Am Abend essen wir und was wir essen, das sehen wir anhand von unserer App, was wir alles noch essen können. Weil mir ist es wichtig, dass man alles isst zur richtigen Zeit und nicht einfach nur verzichten. Alles zur richtigen Zeit darf man immer essen. Bevor wir ins Bett gehen, nehmen wir nochmal eine Dusche. Mit dem Chlorophyll, vielleicht nicht mehr gerade einen halben Liter wegen der Toilette in der Nacht, vielleicht einfach 2 Deziliter. Und dann sind wir wieder voll bei den Leuten.
Das ist unser Programm. Für eine gesunde Ernährung, Regeneration, Darmpflege. Das ist ein wichtiger Faktor. Es gibt so Zeiten, wo Leute Programme suchen, um Viren zu bekämpfen und solche Sachen. Und wir möchten eigentlich lieber die Menschen stärken, das Immunsystem stark machen, dann haben uns Viren nichts an. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Nämlich das Zuhause von unserem Immunsystem ist in unserem Darm inne. Darum Prävention für eine gute Gesundheit sitzt in unserem Darm inne. Und dort raus gibt es strahlende Haut, entgiftet mir unseren Körper, während wir mental fit, aktivieren den Stoffwechselwechsel überall den Insulinspiegel und bringt uns wieder in Topform. Essen. Wenn man das feine Essen anschaut da drauf und wer uns noch nicht kennt, Swiss Shape Food heisst unser Instagram-Kanal. Wir haben wieder neue Rezepte, die parat sind, die draufgehen. Ja, es kommt jetzt dann nächstens kommt eine Rüebli-Aprikosensuppe drauf mit einem Safran-Scampi. Herrliche Geschmackserlebnisse kommen Sie über oder kommst du über, wenn du das nachkochst. Geh mal schauen, schau jederzeit vorbei. Wir laden immer wieder neue Sachen aufladen. Mit dem Protein, das ich dir vorher erzählt habe, kochen wir auch. Wir machen Pancakes, wir machen Auflauf, ob das jetzt süß oder salzig ist. Alle diese Rezepte findest du auf Swiss Shape Food. Das ist der Kanal, wo die Rezepte nicht einfach nur in einem langen Text sind, sondern mit Postilisten, Zubereitung, zack, zack, relativ einfach aufgeführt. Kein Roman. Rezepte aus Roman, die sind mühsam. Zack, zack, einfach zu machen. Und zwar alltagstauglich. Man kann das anwenden für sich und auch für seine Familie. Es hat auch Schlemmertag-Menü drauf, wo man mal wieder richtig zuschlagen kann. Bevor ich anfange zu kochen, wie sehen die Menschen aus, wenn sie das Programm gemacht haben? Sie kommen wieder in eine Topform. Sie verändern ihre Figur dank dem Stoffwechselwechsel. Sie kommen wieder in ihre Energie. Und es ist ja nicht so, dass die Frau auf dem Bild einfach abgenommen hat. Es geht darum, dass durch das, dass der Körper gesund worden ist, er wieder hat können in seine Top-Figur kommen. Dass der Körper einen Weg findet, dass er den Bauch nicht mehr braucht. Ja, wie viele von Ihnen haben gewusst, dass wenn man Bauchfett hat, dass das ein Schutz ist? Ja, ich weiss. Da gibt es die Rede, wo man sagt, der oder die Kollegin oder Kollege braucht so einen Schutzpanzer. Meint man vielleicht emotional. Es braucht aber tatsächlich den Schutzpanzer. Weil wenn wir so viel Säure im Körper haben, dann brauchen wir das Fett, um Organ und Zellen von diesen Säuren zu schützen. Und das ist auch so ein Punkt, wo sehr viele Leute eigentlich dann nicht weiterkommen und nicht abnehmen und sagen, ich esse schon nichts mehr und es geht gar nichts mehr. Wenn man die Säure nicht runterbringt und den Körper wieder richtig ins Funktionieren bringt, dann braucht er das Fett und er hebt es zum Schutz von uns. Gute Nachricht, auch die Herren können den Bauch loslassen für den Sommer. 2 Monate, 7,5 Kilo, 10 cm Bauch, 5 cm Hüfte. Fantastische Sachen passieren mit unserem Programm. Und das ist sehr schön, das macht mir sehr viel Freude und Hoffnung, dass wir da wirklich ganz vielen Leuten ganzheitlich können helfen können. Voilà. Jetzt gehen wir da noch. So. Jetzt möchte ich, wenn Fragen sind, möchte ich Sie bitten oder dich bitten, dass du vielleicht im Chat schreibst, dass wir da dann nachher noch drüber schauen können. Jetzt möchte ich, jetzt habe ich so den Tagesablauf besprochen, wie der Stoffwechselwechsel funktioniert. Und jetzt möchte ich noch etwas kochen. Und zwar habe ich Sachen vorbereitet. Wir gehen jetzt ja Richtung Sommer. Und ich habe die letzten paar Mal habe ich ein Sommergericht gemacht. Übrigens, das griechische Poulet geht nächstens auch. Das wird der erste Film sein, der da oben ist. Mein griechisches Poulet-Rezept. Aber was auch spannend ist, dass man auch noch
spezielle Dessert machen mit unserem Programm. Und zwar tue ich jetzt die Kamera weniger auf mich richten, sondern auf meine Mise en Place. Ich habe da Sachen parat gemacht, wie Chiasamen. Die habe ich mit warmem Wasser eingeweicht. Es gibt so einen Pudding. Ups, ja, es gibt so einen Pudding da. Mit heißem Wasser, dann quillt das Ganze. Dann habe ich Zitronenmelisse. Und wer einen Garten oder eine Gartenkiste hat, pflanzt euch Kräutli, pflanzt euch Tee. Das wächst wie verrückt. Und es ist so fein, wenn man frische Kräuter und Tee kann nehmen kann. Dann kann man auch, ja, das Chlorophyll kann man so einen Pfefferminzzweig rein tun und es schmeckt schon sehr, sehr anders und sehr, sehr erfrischend. Und ich habe Orangen und Zitronen. Und das Ganze habe ich vorbereitet in meinem Kühlschrank. Ich habe hier heute Morgen Orangen- und Zitronenstückchen geschnitten. Das heisst, ich habe eine Zitrone genommen, habe hinten vorne abgeschnitten und dann habe ich da so ein weiches Messer, das ich da schön ringsherum fassen kann. Das kann man auch mit einem Schnitzer machen. Dann kann ich schön so ringsherum fahren, dass ich die Haut nicht dran habe. Und dann habe ich das so gemacht. Wer jetzt wette, das habe ich heute nicht gemacht, der könnte da auch so an dem weißen Häutchen entlang runterfahren und könnte da so viele rausschneiden. Dann hast du kein weißes Häutchen dran, dann hättest du nur viele. Aber da ich es eh in den Mixer rühre, habe ich gedacht, das erspare ich mir jetzt. So, ich mache jetzt hier noch. Bei der Orange habe ich das Gleiche gemacht. Ich habe hier jetzt mal noch Garnitur parat. Weil ich mache jetzt nämlich aus dieser Geschichte mit Chiasamen mache ich ein Zitrusfruchtglasse. So. Habe ich jetzt das Gleiche gemacht, weil ich möchte nachher dann eine Garnitur machen in meinem Glas präsentieren. So. Ich habe LC-Base, ein Beutel LC-Base. Ich glaube, das sind etwa 2,5 Deziliter Wasser. Habe ich angemacht, habe es im Kühlschrank da und jetzt am Schluss noch ein bisschen in die Tiefkühler rein. Dass es so richtig, richtig fest kalt ist. Und jetzt habe ich eine Maschine. Und wer mich kennt, weiss, es ist der Oski. Der Oskar. Ja, man kann es auch ohne Oskar machen, irgendeiner Haushaltsmaschine. Wichtig ist, dass es so ein Messer drin hat. Der Oski, ich sage euch eins, der begleitet mich sicher schon 25 Jahre. Immer wieder komme ich an Oskar an. So. Jetzt kommen wir da ein bisschen in die Pfanne hier statt zu mir. Also ich habe gar keine Pfanne heute in die Maschine nehmen. Machen wir Folgendes. Hoppala. Ich nehme die Finger, das ist dabei. Was noch wichtig ist, das ist wirklich sehr wichtig, wenn man die Orangen-Zitronen-Mischung macht, im Fall habe ich 2 Drittel Zitronen und 1 Drittel Orangen genommen. Wenn ich jetzt die einfach schneide und dann in so ein Gefäß rein tue und den Tiefkühler würde fallen, dann hätte ich ein schönes Problem. Dann hätte ich nämlich folgendes Problem, dass ich heute Abend einfach einen Klumpen gehabt hätte. Also habe ich ein Backpapier genommen, habe das Ganze fein geschnitten, aufs Backpapier gelegt und dann auf eine Platte, das Backblech hat
Tiefkühler jetzt nicht gerade Platz gehabt. Das wäre das Beste, wenn du könntest aufs Backblech auslegen. Und dann bin ich nach 3/4 Stunde runter, also im Tiefkühler, und habe das Ganze gut durchgemischt, wie das ins Licht angefroren war, wieder gut verteilt, und das habe ich zweimal gemacht. Und nachher kann man es dann kann man nochmal durchmischen mit den Händen, dass es wirklich lose Stückchen sind, und dann kann man es dann in die Tiefkühler. Und so habe ich es bis morgen, übermorgen, wenn Gäste hast, und kann man es super gut vorbereiten. Aber das ist wirklich wichtig, weil sonst hast du alles eingeloggt und dann bringt es keine Maschine von der Welt mehr durch. Ich glaube auch, dass es nicht so optimal ist. Ich habe schon Leute gesagt, ja, dann mach es mit dem Stabmixer. Ich glaube nicht, dass das so optimal geht mit dem Stabmixer. Ich glaube, das ist ja so die beste Geschichte. Also, zuerst tue ich jetzt... Ich habe nochmal ein bisschen Tiefkühler, das kommt mir gerade in den Sinn. Ich habe ja nämlich noch meine Knüppchen. Die habe ich auch grob vorgeschnitten und das ist jetzt auch gefroren. Schön, dass es dann richtig knackselt. Jetzt wird es ein bisschen lauter, einen Moment lang. Voilà. Seht, jetzt gibt es da wie so einen Schnee da drin. Jetzt soll ich noch ein Kräutchen dazu. Oh, das schmeckt fein. Ihr seht jetzt da die Mischung, die wir da rein haben. Das sind jetzt die Zitronen. Ah, das schmeckt nach Pfeffermünz. Und nach Zitronenmelisse. Upsala. Seht ihr, wenn ihr das zu lange im Tiefkühler lasst, dann gibt es da oben so einen Deckel. Man muss jetzt gerade schnell mischen, wenn man die Flasche liegt. Da muss man wirklich aufpassen. Kannst du also nicht, wenn du Besuch hast, das einfach in die Tiefkühler reinstellen und dann nichts mehr machen. Jetzt habe ich da gerade nämlich ein Möckchen drin. Hoffen wir, dass das funktioniert. He? Sehr gut kommt das. Mal da zwischendurch wieder ein bisschen abstopfen. Was ein bisschen anders ist zum Himbeere, lasse ich, dass da natürlich mehr Saft ist in diesen Früchten. Und darum haben wir noch ein bisschen mehr Schnee. Darum tun wir jetzt da wirklich noch einen grosszügigen Gutschrahmen rein, weil das ist ja insulinneutral. Wir tun sie so lang, schaffen lang. Bis es eine homogene Masse wird. Und das habe ich jetzt dann schon fast. Man muss halt zwischendurch wieder ein bisschen runterstüpfeln. Und jetzt habe ich dann gerade, ja, jetzt ist gut. Tipptopp. Was ich jetzt noch machen kann, ich kann noch einen Löffel von dem Chia dazugeben. Aber für mich passt jetzt gerade in der Konsistenz. Ich habe ein bisschen viel Masse hier, da muss ich jetzt gerade ehrlich gesagt sagen. Das macht ja nichts. Perfekt. Und ich glaube, wenn du das nächste Mal Gäste hast und so eine, das schmeckt so fein. Und wenn du das nächste Mal deinen Gästen so etwas kannst zum Dessert servieren, ich glaube, die werden dich 100%
fragen, sag mal, was ist denn das, was du mir jetzt da gerade serviert hast? Schaut das mal an. Wie fluffig, das ist wie Soft Eis. So wunderbar. So. Jetzt tue ich da gar nicht drauf. Orange. Zitrone. Ist das nicht traumhaft? So. Genau, so können wir das unseren Gästen präsentieren oder für unsere Familie. Absolut gesund und jeder von ihrer Familie, ihren Gästen, euren Gästen wird fragen, was war das gewesen? Mit Himbeere haben wir es schon gemacht, aber die Sommerversion mit den Zitrusfrüchten und der frischen Pfefferminz und Zitronenmelisse. Das ist wieder ganz, ganz ein besonderer Schmaus. Übrigens, wenn das dann noch Reste hat, kann man das tipptopp mit dem Gefäß in die Tiefkühler stellen, ein bisschen früher rausnehmen, dass es antaut, nochmal ein bisschen schwingen und vielleicht noch ein bisschen Shake rein tun oder ein Gütschen Rahm oder Milch dazugeben. Ja, ich glaube, heute haben wir wieder einmal mehr dürfen erfahren, wie wichtig das ist, dass wir unseren Motor, nämlich ein Stoffwechsel, ist nichts anderes als ein Motor. Dass wir unseren Motor so richtig gut schauen. Dass wir den immer wieder antreiben und immer wieder revidieren und jung behalten und frisch behalten. Und das ist nämlich dann der Weg in ein gesundes, langes Leben. Genau für das steht SwissShape. Wenn du heute das erste Mal zugelassen hast, dann melde dich bei der Person, die dich eingeladen hat. Vielleicht hast du Lust auf mehr SwissShape. Am 27. Ende vom Monat, 27. Juni, haben wir Power Day, unsere erste Power Day nach langer Zeit im Business Center in Geroldswil. Komm vorbei, komm uns besuchen. Auch dort kannst du wieder sehr viel mehr erfahren über SwissShape. Heute in einer Woche ist wieder das Lifestyle-Party mit Kochen und wer weiß, es gibt wieder eine Überraschung, wieder ein neues Rezept. Wenn du da interessiert bist oder Leute kennst, die das gerne möchten, dann würde ich sagen, am 8. bist du dabei, wenn es wieder heisst Lifestyle-Party mit Live-Kochen. Vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mich gefreut, dass du heute dabei warst und vielleicht bis bald. Deine Bettina Pappe.